Ja, endlich haben wir sie da, die Wenger Boys. Boom, 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 boom. Dö, dö. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und wir testen Sie heute Akkuschrauber ab 150 Newtonmeter. Die absoluten Kraftprotze bei uns im Test. Und wir machen was ganz Spannendes. Wir testen sie mit den normalen Akkus und vor allem dann auch mit den High-Performance-Akkus jeweils und schauen mal, wie sind eigentlich die Testergebnisse. Wie immer gibt es natürlich heute was zu gewinnen und zwar einen 250-Euro-Gutschein von GoTools. Alles, was du dazu machen musst, einfach unten in die Kommentare zu schreiben, was denkst du denn, wer wird hier der Beste sein? Und vielleicht hast du ja einen davon zu Hause, dann schreib uns doch mal, wie sind deine Erfahrungen? Heute haben wir den Monster-Test quasi, denn wir haben ja auch die Monster-Akkuschrauber am Start, denn ihr habt es so gewollt. Wir haben schon einige Mal den Milwaukee und den Bosch am Start gehabt, hier auch den neuen FPD3 und genau den werden wir heute hier auch mal testen auf Herz und Nieren. Das haben wir vorher so hart noch nie gemacht, aber ihr habt so gewollt, nämlich wir haben Flex und Hikoki mit dabei. Warum? Ihr habt gesagt, testet doch mal das Stärkste, was es gibt und genau das werden wir heute machen. Wir haben überall 150 Newtonmeter Minimum, einige haben noch einen Tick mehr. Was wir übrigens beim Testen festgestellt haben, es gibt teilweise sehr große Unterschiede zwischen zum Beispiel dem Akku und dem Akku, ja, oder eben auch nicht. Und das solltet ihr unbedingt wissen, welcher dieser Akkuschrauber braucht eigentlich welchen Akku. Aber welche Geräte haben wir eigentlich gerade? Wir haben den Bosch GSR 18V150C, den Milwaukee M18 FDD3, den Flex PD2G 18.0 ECHD und den Hikoki DS36DC. Diese Akkuschrauber hier sind wirklich kein Spielzeug mehr, den du einfach nimmst, um jeden Tag mal ein paar kleine Schrauben reinzuschrauben. Das hier nimmst du für die absolute, ja, für das Endlevel eigentlich. Damit kannst du solche Schlangenbohrer benutzen oder auch solche Schrauben. Wir haben hier eine meterlange Schraube, die kannst du mit reinschrauben. Wer das übrigens geschafft hat oder das hier, da kommen wir gleich dazu, dann waren einige sehr überraschende Ergebnisse dabei. Was mich aber persönlich super überrascht hat, war Folgendes. Und zwar, wie viel Newtonmeter hat denn hier eigentlich wer? Denn so ein Akkuschrauber wird in der Regel mit 2 Newtonmeter Angaben angegeben. Harter Schraubfall, weicher Schraubfall. So weit, so gut. Seit neuestem werden auch die maximalen Drehmomente angegeben, wo man sagt, also das ist das Maximum, was irgendwie in der Spitze manchmal erreicht wird. Ich sage ganz bewusst manchmal, weil selbst das Testen ist gar nicht so leicht und wir können das schon gar nicht testen und selbst die Hersteller, für die ist es nicht so simpel, das zu testen. Und jetzt ist eine Sache, die mich wundert, nämlich, es gibt eine Sache, die mich wundert, das muss ich meinen schlauen Zettel hier nehmen, denn wenn ich mir das jetzt mal bei Bosch angucke, ja, den kennen viele von euch, hier ist es relativ simpel. Hier wird angegeben, hier, genau, im weichen Drehmoment haben wir hier 84, im harten 100, sehr solide und im Max 150. Ja, das ist etwas, wo ich sage, das hört sich sehr plausibel an. Gucken wir das Ganze uns mal bei Milwaukee an. Milwaukee sagt, weicher Schraubfall, keine Ahnung. Harter Schraubfall, keine Ahnung. Maximales Drehmoment 158 Newtonmeter. Finde ich komisch, dass sie das andere gar nicht angeben, aber ist halt so. Und jetzt kommen wir mal zu Flex. Flex sagt, wir haben im weichen Drehmoment 70 und im harten 158 und Max geben sie gar keine Angabe. Ist hier hart jetzt auch Max? Ist Max hart? Was ist das denn nun? Ja, was finde ich merkwürdig. Also das ist eine Sache, die mich ein bisschen verwundert, weil das andere hört sich für mich irgendwie plausibler an. Aber hier 158 Newtonmeter im harten Schraubfall. Wie gesagt, müsste ergo der Stärkste sein. Dann haben wir hier den Hikoki. Hikoki sagt sowas Ähnliches, nämlich 100 Newtonmeter im weichen Schraubfall. 100. Respekt. Und 155 im harten Schraubfall und nichts im Max. Das heißt also, wir haben ja theoretisch 2 Geräte, die deutlich schwächer sein müssten, den Angaben zufolge, und 2, die wesentlich stärker sind. Wir werden das gleich mal testen. Aber bevor wir testen, schauen wir uns die Geräte mal im Detail an. Und eine Sache habe ich ganz vergessen, nämlich das Thema Preis. Was kosten die denn eigentlich? Bei den drei, bei Flex, Milwaukee und bei Bosch, sind wir im Bereich so 210, 220 Euro. Hikoki ist noch relativ neu auf dem Markt, ist aktuell so bei 260 Euro, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen fallen. Meine Vermutung, für euch, da die Preise sowieso immer ein bisschen valide sind,
variabel sind. Variieren wollte ich natürlich sagen. Deswegen schaut mal unten den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Da findet ihr immer den aktuellen Preis. Ansonsten einfach auf gotools.de gehen. Da habt ihr sowieso immer den aktuellen Preis. Aber lass uns mal anfangen. Wir fangen bei Bosch an. Da ich die Frage auch schon mal hatte, den Zusatzhandgriff kannst du natürlich bei all diesen Geräten immer abnehmen. Verrückte Forschung, dass es immer dran sein muss, aber egal. Der ist natürlich dafür da, dass wenn du harte Anwendungen hast, wozu die Geräte ja wirklich brauchst, dass du wirklich dich unterstützen kannst. Wie gesagt, bei allen Geräten mit dabei. Was macht jetzt aber den Bosch so besonders? Hier ist es so, schaut euch das gleich mal hier an. Und zwar haben wir hier ein Bedienfeld hier vorne. Und hier können wir Folgendes machen. Wir können hier Kickback ein- oder ausschalten. Ja, das ist ganz interessant für einige. Und du kannst hier das Thema Winkelkontrolle nochmal zusätzlich benutzen. Mit den Tasten haben wir die Möglichkeit, einen vordefinierten Winkel einzustellen, beziehungsweise du kannst auch mit deinem Handy, mit der Handy-App, einen Winkel deiner Wahl einstellen. Und dann verrät dir das Licht hier oben, wann du genau bei, und zwar jetzt, bei 45 Grad bist. Für einige Zimmermänner wird das bestimmt interessant sein. Im normalen Leben ist so die Frage. Wir haben es aber schon einige Mal benutzt. Macht eigentlich Spaß. Ansonsten ist das Gerät irre robust und ganz wichtig. Bosch sagt ganz klar, nutzt das Gerät mit dem Procore 5,5 Amperestunden und das haben wir auch gemacht. Okay, apropos 5,5. Natürlich könnt ihr auch einen 8er oder 12er nehmen, aber ihr braucht mindestens 5,5 für das Thema B-Turbo Brushes und genauso ein Motor haben wir hier drin. Kommen wir zu Milwaukee und zwar dem FDD3, der Nachfolger des legendären FDD2. Wir haben jetzt 158 Newtonmeter, der Vorgänger hatte 135 Newtonmeter. Ganze Menge Kraft in so einem Akkuschrauber. Was ich interessant finde, oder zwei Dinge sind interessant, zweieinhalb Dinge sind interessant. Nummer eins, er wird ausgeliefert mit genau diesem Akku, einem 5 Amperestunden Standardakku. Zack, rein, los und Freude. Und das ist ein bisschen komisch, weil gibt das hier wirklich die maximale Power? Ich sage euch, vielleicht. Das werden wir gleich im Test sehen. Es gibt dann nämlich noch den anderen, und zwar den 5,5er High Output. Und das ist schon ein riesen Unterschied. Ihr seht das auch wesentlich größer nochmal. Warum das so ist, habe ich in einem anderen Video erklärt. Aber ihr seht hier, das ist ein anderes Kaliber. Aber mit dem High Output wird er nicht ausgeliefert. Ob das wirklich mehr bringt, werden wir nachher sehen. Zweite Sache ist Folgendes, an dem Akkuschrauber ist nichts dran. Hier ist quasi nichts. Ihr seht hier kein Bedienfeld, kein Display, kein gar nichts. Wir haben hier eine LED, klar. Ansonsten können wir dem ganzen Gerät hier nichts weiter einstellen. Wir haben hier unseren Abzug, ganz aus Metall hier oben. Und das war es eigentlich. Ein sehr kleiner, schlanker Akkuschrauber ohne viel Schnickschnack. Sehr, sehr wichtig bei diesen großen Geräten ist natürlich das Thema Anti-Kickback oder Rückschlagschutz. Ja, dass das Gerät, wenn es verhakt, nicht dir den Arm umdreht. Na gut. Sollte eigentlich auch nicht passieren, wenn du Handgriff hast, aber selbst dann kann das Ganze natürlich passieren. Bei Bosch hatten wir die Möglichkeit, das Ganze auszuschalten über einen Knopf. Milwaukee hat sich gesagt, nö, gibt keinen Knopf, geht noch simpler. Und zwar, für viele, die es nicht wissen, du nimmst einfach diesen, du hast hier den Schalter für rechts und links Lauf, ja, einmal diesen, so, also den da, stellst es hier in die Mitte, in die Mittelposition und drückst fünfmal auf diesen Taster. 1, 2, 3, 4, 5, dann leuchtet das Ganze hier. Ja, stopp, ein paar Mal außen an. Und jetzt ist das Ganze aus, wenn wir es hier wieder auf Normalbetrieb stellen. Jetzt ist das Ganze aus und ihr könnt ohne Kickback arbeiten. Aber ob das wirklich Sinn macht, ich würde sagen nicht, denn bei Bosch ist es so, wenn du es hier ausschaltest an diesem Knopf und stellst ihn hin, beziehungsweise nimmst den Akku raus rein, dann geht immer wieder Kickback an. Bei dem Gerät ist es dann dauerhaft aus. Wenn du jemanden hast, wenn du den Akkuschrauber weitergibst, dann jemand, der es nicht weiß, dann ist schon mal ein Problem. Und auch bei dir selber, ob du das in 3 Wochen noch weißt, schwierig. Ich persönlich würde es wirklich nur bei Bedarf ausschalten und dann auch sofort wieder einschalten, damit du immer auf der sicheren Seite bist. Kommen wir zu Flex. Und das Gerät hatte ich das erste Mal hier bei dem Test in der Hand. Und ich muss sagen, cooles Ding, also eigentlich krasses Teil, weil sehr gut verarbeitet, fühlt sich richtig gut an. Ich finde die Gummierung mega gut und es fühlt sich sehr, sehr robust auch an. Also es liegt in der Hand gut, macht einen richtig guten Eindruck. Das nur mal so als meine persönliche Meinung dazu. Weil ich hier gerade sehe, weil hier EC steht, alle hier sind natürlich Brushless, ja, weil ich es vorhin noch nicht gesagt habe. Auch er hier wird ausgeliefert mit dem kleinen 5 Amperestunden Standard-Akku. Ja, mit dem wird er ausgeliefert, aber auch für Flex gibt es auch einen großen Akku und zwar den hier, der hat jetzt 8 Amperestunden und der soll deutlich mehr Power liefern. Apropos Power, bei dem Gerät ist es so, übrigens im Testfeld haben wir nur ein Gerät hier mit Schlag, das ist der hier, aber auf jeden Fall glaube ich, dass es alle Geräte auch mit Schlag zu kaufen gibt. Aber den hatten wir gerade nur mit Schlag da. Hier ist es so, dass wir bei dem Gerät hier unten, ich nehme auch das rein, dann hört ihr das, wir haben hier einen Turbo-Modus. Ergo, wir haben hier zum Beispiel so um die 500 Umdrehungen im ersten Gang. Ihr hört das auch wirklich, ohne Turbo.
mit Turbo. Dasselbe merkst du auch im zweiten Gang. Ja, er hat dann deutlich mehr Umdrehungen. Im ersten Gang sind es statt 500 700 Umdrehungen, im zweiten Gang sind es dann statt 2000 2500, wenn du mal eine Anwendung hast. In dem Sinne ist es quasi so eine Art Viergangschrauber, wenn man das mal so sieht. Auch der hier richtig viel Kraft, und ob der Akku einen Unterschied gemacht hat, sehen wir gleich. Kommen wir zu Hikoki, aber weil ich es gerade bei Milwaukee so explizit erwähnt habe, dass man dort den Rückschlagschutz ausschalten kann, bei den beiden, bei Flex geht es nämlich auch nicht, bei Hikoki geht es auch nicht. Der ist also immer an. Ich glaube, es hat auch was mit Vorschriften zu tun, aber warum auch immer, ist halt so. Bei Hikoki ist es so, dass ihr jetzt garantiert sagen werdet, jetzt stimmt hier irgendwas wirklich nicht. Denn wir haben hier ein 36 Volt Gerät und wir haben hier auch ein 18 schräger 36 Volt Akku drin. Das sind ja diese Flex Volt Akku oder Multi Volt Akku heißen sie ja hier. Von Hikoki, wir haben also 18 und 36 in einem Akku, die zusammengeschaltet werden über das Gerät. Und welche Frage wird jetzt aufkommen? Wo ist eigentlich Makita? Weil Makita gibt es ja ein 40 Volt Gerät mit so um die 135 Newtonmeter oder 140, weiß ich nicht mehr genau. Aber wir hatten gesagt, 150 Minimum brauchen wir heute für diesen Test. Deswegen ist heute mal Makita nicht mit dabei. Hier am Gerät selber, oder erst einmal zum Akku, ausgeliefert wird es auch in der Regel mit einem 5er. Es gibt aber auch einen großen, und zwar den hier. Einen, ist es ein 8er? Ein 12er, ein 33er, ein 8er Schrauber, nee, wie heißt der denn? Ein 4 Ampere. Ach so, stimmt ja, genau, muss ich jetzt mal umrechnen. Das ist ein 2,5 Ampere und das hier ist ein 4 Ampere Stunden 36 Volt. Das kommt mir im ersten Moment erstmal nur komisch vor. Der Unterschied übrigens zwischen den beiden, weil ich es gerade im Kopf habe, das sind noch die alten Zellen, das sind schon die 21700er Zellen. Das heißt also, der hier muss schon ein bisschen mehr Punch haben. Am Gerät selber gibt es eigentlich nichts groß einzustellen. Und ja, ich habe das ja auch zum ersten Mal in der Hand gehabt. Solides, gutes Gerät. Ich finde den Fuß hier unten ein bisschen groß, aber ansonsten ganz cool. Aber hier an dem Gerät selber kannst du nichts einstellen, außer den Klassiker natürlich hier, die Gänge oder hier das Drehmoment, aber ansonsten war es das. Da wir ja hier von Newtonmetern, Drehzahl und so weiter gesprochen haben, hier seht ihr mal alle technischen Daten auf einen Blick. Und wie ihr es gewohnt seid, bekommen wir natürlich die ganzen Daten auch auf gotools.de im großen Werkzeugvergleich. Geht da bitte mal rüber und stimmt mal ab, was ist euer Lieblingsakkuschrauber, beziehungsweise welchen hiervon findet ihr am besten? Würde mich super interessieren und vielleicht auch viele andere oder vielen anderen helfen bei ihrer Kaufberatung. Jetzt werden wir Folgendes machen, jetzt wird getestet. Kommen wir zum ersten Test, unsere Meterschraube, und das war schon ganz interessant, habt ihr gerade gesehen. Aber erst einmal, wir haben gerade diskutiert, wozu braucht man eigentlich eine Meterschraube? Wenn du das schon mal wirklich im Einsatz hattest, produktiv, ernsthaft und das auch Sinn ergeben hat, schreib es mal unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. So, was haben wir gerade gesehen? Eigentlich cool, wenn man sich überlegt, dass fast alle es geschafft haben. Denn der Flex hat es geschafft mit beiden Akkus. Das ist ganz wichtig, ja, weil ich möchte auch, dass ihr wisst, welchen Akku brauche ich denn eigentlich jetzt für meinen Akkuschrauber, für deine Anwendung. Also der Flex hat es geschafft, der Bosch hat es geschafft, der Hikoki hat es geschafft, Milwaukee hat es nicht geschafft. Bei Milwaukee war es so, dass wir mit dem kleinen Akku nur so bis zur Hälfte, ein bisschen mehr als zur Hälfte, je nachdem, wir haben es ein paar Mal getestet, so um den Dreh immer es nur geschafft haben. Mit dem großen sind wir komplett reingekommen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wie lange hat denn jeder Einzelne so gebraucht? Das macht aber irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wir haben es natürlich getestet. Wir haben von 46 Sekunden im Maximum bis 37 Sekunden im Minimum alles mit dabei. Jetzt kann man sagen, okay, cool, cool, cool. Das sind ja fast 10 Sekunden Unterschied. Finde ich jetzt schwierig. Weil je nachdem, wo im Holz jetzt welche Struktur gerade war, geht es natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen weniger. Das heißt, wir können sagen, im Schnitt so um die 40 Sekunden haben alle die Schraube reinbekommen. Das, was ihr jetzt gesehen habt, war ein absoluter Hardcore-Test. Wir haben hier unseren Schlangenbohrer, 40 mm breit, 400 mm in der, jetzt mal hier raus hier, 400 mm in der Länge. Und den hier einfach so rein zu treiben in das Holz ist schon wirklich Hardcore für so ein Gerät. Weil ihr müsst Folgendes bedenken, je weiter er drin ist, umso höher ist die Reibung hier auch an den Wendeln und umso höher der Widerstand und umso mehr Kraft müssen wir natürlich aufwenden. Und da ist der Unterschied sehr, sehr interessant gewesen. Denn, wir gehen jetzt mal einmal durch bei Bosch. Bei Bosch haben wir uns ganz bewusst nur mit dem ProCore getestet. Warum? Weil das Gerät
erstens dafür zertifiziert ist, beziehungsweise Bosch sagt, bitte für die maximale Kraft genau das nehmen und es auch so ausgeliefert wird. Bei anderen Geräten hatte ich ja vorhin erwähnt, warum wir jeweils mit zwei Akkus unterwegs sind. Bei Bosch war es so, wir haben 320 mm geschafft, ja, wenn wir dort in das Holz reingegangen sind. Bei Milwaukee, sehr interessant, mit dem kleinen Akku haben wir 26,5 cm geschafft, ja, die wir hier reingekommen sind. Mit dem großen Akku auch 32 cm. Also schon dann Gleichstand, aber wir brauchten auch den High-Output-Akku. Bei Flex haben wir mit dem kleinen, ja, also mit dem herkömmlichen 5 Amperestunden nur 17 cm geschafft, mit dem, dafür aber mit dem 8 Amperestunden, also mit dem, sag mal, auch High Output oder wie heißt das hier, X Lithium Power Plus Akku, mit dem haben wir richtig viel, nämlich 370 mm, bzw. 37 Zentimeter geschafft. Das ist schon echt krass. Bei Hikuki war es so, dass wir mit dem kleinen Akku 355 mm geschafft haben, mit dem großen aber nur 315, also 31 cm zu 35 cm. Ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber der kleine konnte ich auf jeden Fall nicht nur mithalten, sondern ist etwas besser. Wenn man sich das in Summe anschaut, haben wir aber ein relativ gleiches Bild. Wenn du die großen Akkus nimmst, sind wir immer so im Bereich von 30 cm. Den größten Ausfall nach unten hatten wir beim kleinen Flex-Akku, was mich schon erstaunt hat. Jetzt können wir es kurz machen. Forstner Bohrer 60 mm, was schon echt amtlich ist. Erster Gang. Und was war? Haben sie alle geschafft, egal mit welchem Akku. Jetzt wird es schon spannender. Wir haben jetzt wieder Forstner Bohrer, aber zweiter Gang. Und da gibt es einige Sachen, über die wir reden müssen. Und das sind, jetzt kommen auch Dinge, die die Geräte massiv unterscheiden. Nummer 1, wieder Milwaukee. Mit dem kleineren Akku, also mit dem 5 Ampere, mit dem normalen 5 Ampere, hat er so 22 mm etwa geschafft, was solide ist. Und ganz wichtig, das Gerät muss das eigentlich nicht können. Das ist nur, um zu zeigen, wo ist denn der Grenzbereich? Weil du würdest niemals einen Forstner Bohrer eigentlich im zweiten Gang da so versuchen durchzujagen. Ja? Also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. 60 mm Forstner Bohrer, Zusatzhandgriff, erster Gang, Kickback, aus. Genau da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber mit dem großen Akku hat das durchgeschafft, kein Problem. Bei Bosch hat das durchgeschafft, kein Problem. Ja? Kommen wir zu Flex. Bei Flex haben wir ein Problem. Rein von der Sache her würde der Flex es schaffen. Also er würde eigentlich durchkommen wollen, aber schafft er nicht, weil wir können Kickback nicht ausschalten. Wir haben zumindest keine Funktion gefunden, dass wir es ausgeschaltet bekommen haben. Und da er so feinfühlig ist beim Kickback und der richtig reißt natürlich, hat er es nicht geschafft. Wir haben ein paar Mal Tests gemacht mit 15 mm, 7 mm, 20 mm, aber viel tiefer sind wir nicht reingekommen, weil er durch Kickback das mal wieder geschafft hat. Ja, also nicht geschafft hat. Kommen wir zu Hikuki. Bei Hikuki war es so, dass wir genau dasselbe Phänomen hatten auch, dass er durchaus auch mal, also erstmal richtig losgezogen, sehr, sehr kraftvolles Gerät, das ist überhaupt kein Thema. Er hat losgezogen und dann, aber doch wieder Kickback und dann war doch wieder Kickback, aber er hat das auch ohne Probleme dann am Ende dann durchgeschafft. Bei Flex war es ein bisschen schwieriger, der scheint feinfühliger zu sein. Da sind wir fast nie wirklich irgendwann auch durchgekommen, bei dem hier schon. Das heißt, du musst für dich auch wirklich unterscheiden, willst du ein Gerät, wo du Kickback abschalten kannst oder nicht? Zum nächsten Test. Letzter Test war Flachfräsbohrer 30 mm, was schon amtlich ist für einen Flachfräsbohrer. Hier haben wir das Ganze getestet. Im ersten Gang kein Problem, zweiten Gang kein Problem, für kein Gerät mit allen Akkus war überhaupt kein Problem. Kommen wir zum Fazit. Es gibt tausend Möglichkeiten, so etwas zu testen. Wir haben uns für genau den Test entschieden, weil ja irgendwie noch ein bisschen was mit der Realität zu tun hat, aber auch schon ein bisschen drüber war. Aber wir wollten einfach gucken, wo ist der Grenzbereich einfach der Geräte. Fazit Nummer 1, alle Geräte hier krass, haben richtig viel Kraft. Und wenn du einfach sagst, ich möchte ein Gerät mit viel Kraft,
kaufen, welche immer du möchtest. Kauf einfach irgendeinen davon. Ja? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, schauen wir mal, wie sind denn eigentlich die Testergebnisse? Gucken wir mal bei Bosch. Bosch hat im Grunde alles geschafft, immer alles geschafft, das ist schon mal sehr krass, mit dem großen Akku. Milwaukee hat, da hat man schon gemerkt, du brauchst eigentlich den Akku, um wirklich die maximale Power zu haben und hat mit dem auch genauso wie Bosch, also sie sind halt eigentlich gleich auf, auch alles geschafft. Ja, mit dem großen Akku aber wohlgemerkt. Bei Flex ist es so, dass wir auch hier eigentlich mit dem den großen Akku brauchen und dann, ganz interessant, hier sogar mit dem hier kamen wir sogar noch mal ein paar Zentimeter tiefer ins Holz rein. Wie gesagt, alles auch ein paar Mal ausprobiert. Mit dem sind wir aber im Schnitt immer etwas tiefer ins Holz reingekommen. Aber das war nur der eine Test. Bei einem anderen liegt der hier gleich auf. Aber Nachteil, den du hier ganz klar hast, beim Kickback kannst du vielleicht Probleme bekommen. Ja, das ist ein Thema. Dann kommen wir zum Hikuki. Hier war es so, dass wir auch gesagt haben, okay, er hat auch mit dem großen Akku alles geschafft, aber da auch beim Kickback so ein bisschen so schwierig an einigen Stellen. Das heißt, also, das Fazit ist, es gibt eigentlich keinen Gewinner. Man kann sich sagen, der Milwaukee war der Beste, weil eigentlich alle gleich gut waren, haben die krassesten Tests, die wir hier so uns überlegt haben, geschafft. Und das ist doch super. Das heißt für dich, du kannst das Gerät kaufen, was in deinem Akkusystem das Beste ist. Und ganz ehrlich, ob wir hier von 2 Newtonmeter mehr oder weniger sprechen, ist am Ende doch wirklich egal. Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur Bosch die Angabe so klar gegeben hat, dass sie sagen, im harten Schraubfall 100 Newtonmeter, das andere ist Max. Alle anderen drei, die wuscheln da so ein bisschen rum. Aber das müsst ihr wissen, ob euch das jetzt irgendwie stört, weil in der Anwendung ist es am Ende dann doch egal. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den drei Geräten. Ansonsten Werkzeugvergleich, abstimmen und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.